Oh, den Abendzehner hier nehmen wir in jedem Fall mit. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Und diesmal tatsächlich vom Clan Spätzle mit Soße. Also hat ja jetzt ein bisschen gedauert. Gestern die Notfolge Brawl Stars war sicherlich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, es war in Ordnung. Also für mich war es zumindest in Ordnung. Aber irgendwann, ich sag mal so ein oder anderthalb Stunden, nachdem ich die Folge eigentlich gemacht hatte, war auch mein Internet dann wieder in Ordnung. Ich denke mal, das war eher ein Provider-Problem und kein Problem irgendwo bei Supercell oder sonst wo. Von daher alles wieder in Ordnung und jeder, also zumindest bei uns, konnte jeder seine Angriffe wieder sauber machen. Auch die, die es da ein bisschen verpasst hatten. Oh, was ich aber nicht verpassen darf, ist in jedem Fall die hier zu giften. Ich glaube, jetzt muss ich auch schon fast meine Queen zünden, oder? Packt die das da? Oh. Ah, ja, ja. Okay, die Queen hat das aber noch gerade so gepackt, aber ich muss mich jetzt ein bisschen sputen hier. Sonst schaffe ich diesen Angriff nämlich nicht. So, dann nehmen wir einmal hier den King mit rein, nehmen hier den Warden mit rein. Ich weiß, es ist die pure Verschwendung auf so einen Gegner, aber ich suche im Moment schon so ein ganz, ganz kleines bisschen länger nach dem Gegner. Und deswegen ist mir eigentlich zurzeit alles recht. Ich nehme hier zurzeit alles mit, was so geht. Oh, wieso muss ich denn da die Queen jetzt schon zünden hier. Naja, egal. Ich wollte eigentlich mit der Armee dann gleich wieder ein bisschen weitermachen eigentlich, ohne dass ich jetzt großartige Verzögerung habe. Also erstmal so ein bisschen hier noch aufräumen. Oh, wir haben noch zwei Loons da. Was können wir damit eigentlich machen? Da können wir ja so mal gar nichts mit machen, obwohl die können wir einfach mal von da reinfliegen lassen. Ja, ich weiß, das war jetzt ein kleiner Overkill, ist aber nicht so schlimm. Wir springen jetzt gleich auch in die Liga, denn dort haben wir unheimlich viel Glück gehabt, kann ich euch sagen. So steht es auch so ein bisschen im Titel, dass man da auch manchmal ein bisschen Glück haben muss und so ein bisschen das Glück des Untüchtigen sogar hat. Also wir waren so richtig untätig und haben ganz, ganz brav so ein bisschen unser Programm abgespielt. Und der Gegner hat uns mal so ein bisschen in die Karten gespielt. Kommt dann natürlich zugute, Alter. Ja, okay, es war jetzt ein kleiner Overkill hier. Aber egal, die Ressourcen sind ja in Ordnung. Und die drei Sterne kann ich immer gut gebrauchen. Das Ding ist jetzt auch ganz schön teuer. Und ich habe jetzt irgendwie... Ah, jetzt habe ich da wieder zwei von denen. Okay, dann bauen wir mal einmal die nach. Und dann springen wir jetzt mal in die Liga. Einmal eben nochmal fordern. Bodenwut ist doof. Ich brauche nämlich jetzt Luftwut. Karre brauche ich nicht mehr oder sowas. Ich habe die Dinger ja maxed. Ich habe zwar immer eine dabei, manchmal verklicke ich mich auch. Aber wir gehen mal in den aktuellen Clankrieg rein. Und, nee, das ist gar nicht der aktuelle, glaube ich. Ich bin hier auf dem dritten Clankrieg. Den haben wir leider verloren. Gegen den derzeit ersten. Ist also keine Stande. Aber die haben hier, wenn wir mal in die Ergebnisse reinschauen, haben die dreimal drei Sterne, beziehungsweise drei Sterne auf unsere Basis geholt. Und das reicht natürlich, wenn der Rest einfach zwei Sterne holt und wir auch mal mit einem Stern hier leider rausgehen, also keine 30 Punkte schaffen. Aber die ersten beiden, die waren so, ich konnte das gar nicht glauben, denn die Liga endet hier morgens um 8, glaube ich, also 1 CK, so um 8, 9, ich glaube um 9 Uhr oder so erst. Und wir haben den ganzen Abend immer eigentlich schön Zeit zum Planen. Aber was uns hier passiert ist, wir haben 15 Angriffe gemacht und nur 28 Sterne. Das heißt, wir haben hier auch ganz nett gefehlt, nämlich hier einmal mit einem Stern. Das war meine, ach nee, meiner war das gar nicht. Ich habe aber auch irgendwo nur einen Stern geholt. Und hier unten einen Stern, aber der Gegner hat uns dann ein bisschen, hat uns in die Karten gespielt, hat dann auch nur einen Stern gemacht und hat dann zweimal gar nicht angegriffen, beziehungsweise hat zweimal den Freeguy gemacht, aus welchem Grund auch immer. Und einer hat dann auch gar nicht angegriffen. Das ist natürlich genial, wenn du dann morgens reinkommst ins Spiel, kurz mal guckst, oh, gewonnen. Und im zweiten war es nicht anders. Das war eigentlich der Hammer. Zwei Clankriege genauso zu haben hier. Ja, also hier haben wir 30 gemacht, haben hier auch einen Dreier geholt. Der Peter 3000 hat ihn hier reingeballert. Und gucken wir mal rein. Also sind alles reine 12er Kämpfe hier. Gibt also kein 11er oder ein 10er. Die gibt es hier im Clan. Und ich bin die Tage mal angesprochen worden. Bei uns gibt es sogar ein Rathaus 8er im Clan. Und ich erzähle in jedem Livestream, nee, wir nehmen nur ab Rathaus 10 oder 11 auf. Ja, das stimmt. Das ist aber irgendein Zweit- oder Dritt-Account von jemandem, der einfach sich die Sterne hier einheimst, wenn wir gewinnen. Ja, bisher haben wir es erst zweimal gemacht. Und
dann so ein bisschen spendet. Der heißt, glaube ich, auch Spender 13. Also alles nicht so tragisch. Gibt es hier natürlich auch. Und wenn die Liga auch wieder vorbei ist, dann kommen unsere Stammrathaus 9er hier auch wieder rein. Heißt aber nicht, dass wir auch dann nach wie vor Rathaus 9er aufnehmen. Nein, wir nehmen trotzdem erst ab 10 auf, noch schöner. Ah, die 10er. Die 10er gehen uns so ein bisschen aus im Moment. Die spielen übrigens in einem anderen Clan. Liga, ich denke mal, ich habe jetzt so nichts gehört, auch im Discord nicht oder so. Ich glaube, das hat sich ganz gut arrangiert, dass die Leute ihre Clans finden. Also ich bin zumindest ganz, ganz nett untergekommen, hab's aber schon mit meinen Neunern vor allen Dingen nicht leicht, habt ihr ja in dieser Woche mal gesehen. Und auch dem Schief Barfuß, er geht es da überhaupt nicht anders. Auch der muss nur Zehner machen und quält sich da zu 2 Sternen. Aber ist nicht so schlimm. Gehört so ein bisschen dazu. Und deswegen bin ich da jetzt so, ich bin nur semi-traurig, sage ich mal, dass ich da jetzt nicht so die ultra vielen Dreier immer hole und da richtig mit vielen Medaillen rausgehe. Aber ich denke mal, für mich selber stehen die Medaillen gar nicht so im Vordergrund, sondern nach wie vor der Spielspaß, den wir hier haben. Und aber es ist schon verdammt ruhig im Clan, wenn so die Hälfte mal ganz raus ist. Das merkt man dann schon, ne? Eigentlich sind wir so ein Clan, wo man immer seine Spenden bekommt, relativ schnell sogar, wenn man fordert. Denn hier ist rund um die Uhr durch unsere Schichtarbeiter jemand im Clan drin. Das heißt also, du kannst ruhig mal nachts um 3 auf den Topf gehen oder so und dir mal denken, ich fordere mal gerade ein paar Truppen. Das Ding wird voll, kann ich euch sagen. Denn wir haben hier so 2-3 Leute, die machen halt auch mal Nachtschichten und sind dementsprechend dann mal online in der Pause oder so. Also alles ganz, ganz locker. Und im Moment ist es ein bisschen schleppender. Das ist aber alles nicht schlimm. Aber auch hier seht ihr 14 von 15 Angriffen. Haben die hier nur gemacht. Ich meine, sie jetzt dann auch nicht mehr geschafft, glaube ich. Aber sie haben eine komplette Base hier auch offen gelassen. Wunderbar. Ist natürlich super, super tutti. Und ich glaube, das war mein Einsterner hier. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Es ist ein bisschen schade. Dritten haben wir verloren. Im vierten sind wir jetzt gerade noch drin. Ich denke mal, ich glaube, die ersten sind jetzt schon bald fertig mit ihrer Liga. Und wir eiern hier noch im vierten CK rum. Das liegt halt daran, dass die Suche so lange gedauert hat. Und wir haben ja erst, ich glaube, einen Tag nach Clankriegs Liga Start überhaupt angestartet. Auch hier sieht es nicht so gut aus. Ich glaube, wir haben hier schon einen Nullstern heute mal. Genau von dem, der eben mal 3 Sterne geholt hat. Dem kann auch mal richtig scheiße treffen. Und er schafft das Rathaus nicht. Ich weiß zwar nicht, warum man da nicht versucht, das Rathaus noch irgendwie zu kriegen, weil irgendeinen Plan B hast du immer. Zumindest so ein Rathaus hier so ganz am Rand zu bekommen. Und also vielleicht sieht der Peter die Folge ja hier, keine Ahnung. Der Loon-Part dann vielleicht doch von einer anderen Seite, denn die dann noch gegen das Rathaus fliegen zu lassen, wenn sowieso nichts mehr lebt, ist schon ultra schwer. Aber wir gucken mal, und ich fand diese Armee hier auch unheimlich mixed. Ja, da ist von jedem Jahr so ein bisschen was dabei. Und deswegen habe ich gedacht, alter Falter, das sind schon viel zu viele Defenses hier. Erstmal auf die Queen. Ich meine, jetzt geht es ja 2 Stück. Aber die wandert jetzt natürlich außen hin. Null Funnel. Also Funnel 0. Da ist irgendwo ein Sprung. Für wen der auch immer war. Ist das keine Kritik hier oder so. Aber ich meine, man muss ja selber mal ein bisschen drüber nachdenken. Was mache ich eigentlich, wenn? Was mache ich, wenn? So, jetzt kommen hier 2 Eisgolems raus und ein Babydrache. Die sind natürlich... fürchterlich, keine Frage. In der Clanburg und gegen den King sowieso. Jetzt kommt da zwar noch eine Valkyre. Jetzt, die werden das natürlich nicht schaffen, gerade nicht gegen das ballernde Rathaus hier. Die Queen hat jetzt schon das Zeitliche gesegnet. Und gegnerische Queen lauert da noch in der Mitte. Also hier erstmal und vor allen Dingen auch hier ist der Babydrache. Der hat einfach mal alles gegeben, entschuldigt bitte. Und ich wäre jetzt, ich wäre jetzt von dieser Seite hier auf die Luftabwehren geflogen mit den Loons und mit den Hunden. Denn die Hunde fliegen ja zu den Luftabwehren. Und wenn ich hier hinten in der Ecke Hunde setze, dann fliegen die nicht zu der Luftabwehr, sondern die fliegen zu der, die am nächsten ist. Und das ist diese hier. Und dem folgen die Loons. Denn hier sind Verteidigungsgebäude. Und ich kriege irgendwie meine Loons hier noch rüber. Ich meine, hier hinten ist auch ein Feger, der fegt die dann noch ein bisschen weg. Aber bis zum Rathaus könnten die kommen. Und deswegen glaube ich, dass man da, der hätte den Stern retten können. Aber er kommt jetzt von dieser Seite hier. Und ich glaube, das war nicht die richtige Seite.
Ich meine, wenn mein Queen Walk verkackt und ich habe meine Armee dabei und sehe nicht mehr, dass ich da super weit mitkomme, dann haue ich alles, was ich habe, gen Rathaus rein, um irgendwie wenigstens diesen einen Stern hier rauszukriegen. Das Problem ist nur, hier fliegt jetzt nichts mehr. Ich meine, er hat nichts mehr Richtung Rathaus, also so richtig nicht mehr Richtung Rathaus. Und er hätte die Loons einfach hier hinterm Rathaus droppen setzen. Gedroppt mit dem Warden oder so, dann hätten die dort ein bisschen länger überlebt, hätten das Rathaus geschafft und vielleicht sogar noch den zweiten Stern hier. Aber so ist das natürlich Essig, du kriegst den Babydrachen nicht. Also, ja. Ist auch mal so, sind halt mal zwei Sterne hier, beziehungsweise kein Stern hier, aber ansonsten haben sie uns auch hier wieder ein Dreier reingeballert. Es bleibt also schwierig und aber. Die Saison sah eigentlich erst ganz gut aus. Wir waren Zweiter, Dritter. Jetzt sind wir schon leicht abgefallen auf den Fünften. Denn auch den Clankrieg hier, glaube ich, schaffen wir nicht mehr. Der Gegner spult ganz brav sein Zwei-Stern-Programm runter. Ihr seht das, 14 von 28 Angriffen. Das heißt also, ich glaube, die haben hier auch einen gelassen. Also einen Stern auf deren Seite. Bis zu dem Zeitpunkt hatten wir auch einen Stern auf deren Seite. Dann kam allerdings so einer dazwischen und der passt einem natürlich gar nicht. Wir gucken mal, was wir eigentlich so im oberen Bereich machen. Ihr seht das, ich muss auch noch angreifen. Unsere 15, den Jannik haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Alles nicht so einfach, aber dennoch hatten wir immerhin Glück mit den ersten beiden Clankriegen. Und ja, dass das natürlich nicht so weitergeht, haben wir uns schon gedacht, wenn man mal so ein bisschen durch die Liga schaut und mal schaut, was machen eigentlich die anderen. Wo stehen die so nach der Hälfte des CKs, so mit 6, 7 Angriffen? Und du siehst, oh, die haben da schon reichlich Dreier geballert, weil die schon richtig viele Sterne haben. Das können dann nicht nur zwei Sterne gewesen sein. Ja, dann weißt du schon in etwa so, wo du hier stehst. Aber gut, ich finde die Liga hier zumindest hier in Champion 2, finde ich äußerst, ich meine, es ist äußerst fair, es ist 12 gegen 12, Punkt. Und die unteren Zwölfer sind dann vielleicht noch nicht ganz maxed, ist einfach so. Aber es sind halt Rathaus Zwölfer. Alle, glaube ich, haben bei uns mittlerweile das Rathaus 12 auch auf die fünfte Ausbaustufe. Auch unsere kleinsten Zwölfer haben das sofort gemacht. Und dann geht es halt nur dran, das Beste aus solchen Angriffen zu machen mit deinen Truppen auch. Ihr seht das, der Jannik ist noch längst nicht so weit, dass man sagen kann, oh, das ist so ein cooler Zwölfer hier mit 45er King, 51er Queen, 22er Warden. Da geht natürlich noch ein bisschen was, aber immerhin macht er hier die 3 und das ist ein Maxed Out Rathaus Zwölfer bis auf Mauern. Was gar nicht mal so einfach ist, aber ich denke mal gerade so, ich sag mal so, die 2 Sterne, Drachen, Elektrodrachen. Gerade wenn Rathaus am Rand steht, Helden nehmen, Rathaus wegsnacken und dann die 50% ballern. So will ich es mal sagen, denn das ist nach wie vor für uns hier so ein bisschen die sichere Kiste. Hat er ja auch gemacht, hat er gut gemacht. 2 Sterne hier im Sack, fand ich jetzt in Ordnung. Und ich glaube, meine Armee ist aber fertig. Aber bevor ich da reinkomme, zeige ich euch noch kurz was anderes. Denn es gibt so ein paar kleine Änderungen, habt ihr sicherlich heute auch vernommen. Ich habe mal den Kleinen auf Deutsch gestellt, weil ich mal wieder überprüfen wollte, passt das alles so mit dem Englischen. Aber es passt mal wieder und es wird größere Clankriege geben. Finde ich richtig gut. Also größere Kriege und Bestenliste. Okay, die Bestenliste sei mal dahingestellt. Aber die spannendste Entwicklung oder eine große spannende Entwicklung im nächsten großen Update, was allerdings erst im April kommt, das steht ganz am Ende dieses Textes. Gibt es neue Kriegsgrößen und zwar gibt es 30-30 in der Clankriegsliga, finde ich richtig mega. Kann ich euch sagen, finde ich richtig, richtig mega. Und wir fügen eine neue Kriegs für Bronze 3 bis Meister 1, bis da oben hin. Das finde ich absolut giga. Also ich denke mal, gerade bei den Herausforderern wird richtig was los sein. Und ich freue mich da auch schon tierisch drauf, muss ich sagen. Denn die sind ja irgendwo so dazwischen in Kristall 2-3. Also richtig krass. Man kann natürlich nicht zwei 15er spielen oder ein 15er und ein 30er in der Liga. Also ein Tod stirbt man, entweder ein 15er oder ein 30er. Die werden auch nicht neu eingestuft. Also wenn du bereits in einer Clan-Kriegsliga oder in einer Kriegsliga gespielt hast, wird dein Clan unabhängig von der Roostergröße in deiner aktuellen Liga fortgesetzt. Ist auch eigentlich, finde ich, logisch, dass das Ganze nicht nochmal neu gemischt wird. Und hier sind dann auch mal ganz klar die Grundlagen der stärksten 15 Bases, wenn du 15 von 15 spielst oder die stärksten 30. Punkt. Ja, das ist aber auch nur tatsächlich mal eine kleine Grundlage. Das gab es bisher ja noch nicht.
30-30 für Champion 3 bis Champion 1 gibt es nicht. Die wollen da oben dann doch eher 15 erlassen. Und die Belohnungen sind aber nicht unterschiedlich. Nur die Belohnungen werden etwas anders, denn sie werden neu strukturiert. Lest euch das ruhig selber durch. Ich will euch das jetzt nicht vorlesen, wie das unter Umständen ganz gerne andere machen, aber es lohnt sich nicht. Und zwar zeigt jetzt die Medaille oder die Tabelle zeigt die maximale Anzahl von Ligamedaillen, die man in einer Ligasaison verdienen kann. Finde ich sehr, sehr gut. Dann weiß man schon mal so ein bisschen so, wo die Ecke hingehen kann, wenn ich gut bin oder wenn ich halt nicht so gut bin. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und wie bereits erwähnt, hängt die tatsächliche Anzahl der Medaillen, die du erhältst, davon ab, wie viele Sterne du im Laufe der Liga sammelst. Das finde ich richtig nice, muss ich sagen. Und ihr seht das hier, verdiente Sterne 0, dann bekommst du 20% der erhaltenen Medaillen. Okay, ganz andere Rechnung ist natürlich hier unten. Wenn dein Clan beispielsweise, dein Clan in Champion 1 auf dem ersten Platz steht, ist die maximale Anzahl der Medaillen, die du verdienen kannst, 508. Hast du aber im Laufe der Liga nur 7 Sterne gewonnen, verdienst du 90%. Das sehen wir hier unten ist das, 97% der maximalen Anzahl. Das sind dann 457, so ist also die Rechnung. Also ist dann letztendlich wieder ein Rechenexempel. Am besten ist, man macht einfach immer nur 2 oder am besten noch immer 3 Sterne, je nachdem. Und das Ziel ist es natürlich, die Spieler zu ermutigen, wirklich immer ihr absolut Bestes zu geben in diesem einen Angriff, den man ja nur hat. Und es wird wieder eine Bestenliste gehen, da gehe ich jetzt nicht so unbedingt drauf ein. Da werden wir sicherlich sehen, wie die kommt und wo die kommt und wo Supercell die hier irgendwo im Spiel platziert. Aber die Änderungen treten alle erst im April in Kraft, denn treten in unserem April-Update in Kraft. Da der März gerade mal angefangen hat, dauert das also noch ein bisschen. Aber macht eigentlich auch Sinn, denn die nächste Liga findet im April statt. Und deswegen kommt das Update im April. Neue Liga, neue Spielregeln. Finde ich sehr, sehr gut. Ihr könnt mir gerne mal unten reinschreiben, was ihr davon haltet, ob das cool ist oder nicht cool ist. Also ich finde es cool. Jo, wie heißt die Folge noch gleich? Glück muss man haben. In der Tat. Also den nehmen wir mal mit. Ich habe gar nicht mal so lange gesucht jetzt. Und ich habe jetzt allerdings hier die Flugarmee am Start. Will jetzt mein Zeppelin nehmen, dass ich nicht gleich schon wieder zwei Zeppeline habe. Ich hab's in meiner Truppenarmee immer ganz gerne sortiert. Also schön alle drei Maschinen fertig und alle drei Maschinen in der Queue. Das ist einfach so, da hat, weiß ich nicht, da habe ich irgendwie, ich glaube, da habe ich so einen kleinen Spleen. Und ich würde sagen, wir funneln. Ja, wir nehmen mal hier die Babydrachen. Jawohl, total hast du gut gemacht. Dann sollte ich es wenigstens auf der Ecke richtig machen. Es ist immer das gleiche Spiel, ne? Es ist immer das gleiche Spiel, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Wir nehmen hier jetzt mal unsere Loons mit rein. Da können wir, glaube ich, jetzt mal alle spammen hier. Das ist ja auch nur eine Spam-Taktik, dieses Zeug hier. Und drei von denen, ein von denen, den Warden nicht vergessen auf Luft zu stellen und einfach mal mitzunehmen. Ein paar von denen hier hinter. Und die Queen giften wir, glaube ich, da hinten mal weg. So, jetzt muss ich mal ein bisschen näher rein hier und mal, ich glaube, ich muss mal ein bisschen PS vor allen Dingen machen an der Stelle hier. Aber ich habe den Feger hier wieder nicht gefrostet. Ich hasse den Feger, ehrlich. Das ist ein Ding, ey. Ich mag keinen Feger. Aber eigentlich muss ich auch mal wieder nicht ins Rathaus, sondern so ein bisschen außenrum fliegen, weil ich gar nicht die... Oh, Alter, alle weg da. Gott, der war ja unterirdisch schlecht. Wie soll ich denn jetzt da noch ein bisschen Ressourcen kriegen? Jetzt hat er schon so viel. Ich meine, Dunkles brauche ich jetzt nicht wirklich. Jetzt hat er schon so viel. Und ich hol's mir nicht. Ich hol's mir nicht. Ja, mal sehen. Wir bringen die beiden mal so in Wut. Wo geht denn der King hin? Ah, okay, der King macht da erstmal die Lager. Und dann kriegen wir doch noch ein bisschen was. Okay, ah, der will aber auch rein. Ach, King, da sind doch nicht die Ressourcen. Ah, doch. Oh. Okay, aber da kommen wir nicht ran. Da kommen wir ja nicht ran. Auch, okay, drei kleine Bogenschützinnen gehen dahin. Aber auch die sind schon weg. Also der Angriff am Mauer, aber wir haben den Bonus mit drin und ein bisschen haben wir ja geholt. So schlimm war es jetzt nicht. Also da habe ich schon Schlimmeres von mir erlebt. Und ihr sicherlich auch schon von mir gesehen. Alles cool hier. Eine Mauer kann ich nicht machen, aber ich kriege jetzt noch gleich den Bonus mit rein. Irgendwo knabbert hier noch einer. Nee. Ah, komm, passt. Komm, passt. Das Dunkle brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wir haben aber den Bonus drin. Den wollte ich nämlich haben. Und wir fordern hier mal wieder an. Einmal Bodenwut, immer schön. Ich fordere immer ganz zeitnah, bevor hier keiner mehr ist im Clan.
Aber ich denke mal, das soll es auch gewesen sein. Die Folge war jetzt ein wenig länger. Jetzt das, was ich eigentlich meinte. Ich habe jetzt alle drei hier fertig. Das geht. Mauervernichter. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns am Wochenende, wie auch immer, in welcher Form. Und ich hoffe, ihr kommt gut ins Wochenende rein. Ich denke mal, mein Start wird heute, ihr seht die Folge heute am Freitag, auch ganz cool werden. Ein bisschen relaxer. Ich habe jetzt die ganze Woche endlos, nicht endlos, aber sehr, sehr lange gearbeitet. Deswegen bin ich auch komischerweise immer irgendwo so ein bisschen schnell noch im Büro zu mir hier vorm Rechner, um für euch so ein bisschen Clash of Clans festzuhalten. Also bis dahin. Haut rein, euer Toto. Clasht.